Hi, wir sind hier beim Country Festival in Haag am Haushoch. In den nächsten 3 Tagen spielen hier Country Music Bands und es wird eine Menge Spaß geboten. Die 14. Auflage des Haager Country Music Festivals wurde am Freitag, dem 23. Mai, eröffnet. Mit von der Partie die Schulband der Musikhauptschule Haag, die Happy People, Tommy Roberts Jr., Bill Conlon und George Hamilton V. Bob aus Corpus Christi in Texas verriet uns, was einen Cowboy ausmacht. Stiefel und einen Hut und Geld. Manfred Hummenberger ist seit der Gründung des Clubs Obmann der Country- und Westernfreunde aus Hochwald. Angefangen hat es, wie gesagt, schon vor 14 Jahren, ja. Klein, ja. Von Jahr zu Jahr wird es halt dann mehr. Man schaut, dass das Publikum immer so halbwegs ansprechendes Musikprogramm kriegt. Mitarbeiter, ja, das wird, helfen auch immer recht brav mit. Ja, und so läuft es weiter, ne? 14 Jahre ist eine lange, lange Zeit. Man kann schon auf einiges zurückdenken, waren immer schöne Sachen auch dabei, ein paar so negative. Irgendwo gibt es immer ein wenig einen Stresser, aber im Großen und Ganzen macht es Freude, wenn man dann anfängt, die ersten Bands stehen auf der Bühne, machen einen Soundcheck und dann am Abend füllt sich langsam die Halle. Das für das Leben. Rupert Schusterbauer ist Chorleiter der Haager Schulband Happy People. In dieser Funktion hat er auch das Musical Manitou kreiert, das am 22. Juni uraufgeführt wird. Ja, Happy People gibt es ungefähr seit 4 Jahren und wir proben jede Woche eine Stunde, beziehungsweise wir blocken das Ganze und die Schüler kommen meistens am Samstagvormittag freiwillig und sie sind mit großer Begeisterung dabei. Das Projekt Manitou ist heuer das große Projekt von unserer Hauptschule Haag am Haushoch. Wir stellen da die Indianer in den Mittelpunkt und daher sind wir auch vom Country Club hier eingeladen worden, weil wir mit dem Country Club heuer sehr eng zusammenarbeiten, was Zugüberfälle und so weiter anbelangt. Und wir haben am 22. Juni um 20 Uhr die Uraufführung. Vorher gibt es noch einen Zugüberfall mit einer Dampflok. Und die Schüler haben am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag die Gelegenheit, am Vormittag 2 Schüleraufführungen jeweils zu besuchen. Gibt es da auch Pläne, dieses Musical an anderen Orten aufzuführen, mit anderen Gruppen? Nein, momentan noch nicht. Momentan sind wir so beschäftigt mit uns selber, weil ja so viele Rahmenprojekte laufen. Wir haben eben einen Indianer da, der mit den Schülern tanzt. Wir haben Line Dance mit den Schülern, wir haben Westernreiten mit den Schülern. Und vor allem, was uns momentan sehr beschäftigt, wir bauen einen Lehrpfad auf in Form eines Reservates, wo wir mit dieser Winnetou-Romantik aufräumen wollen und das ist sehr arbeitsintensiv momentan. Die Country-Fans warteten gespannt auf den Auftritt von George Hamilton aus Nashville, Tennessee. Wie oft warst du schon in Österreich? Wir sind das erste Mal in Österreich. Wir machen eine Tournee durch Europa und promoten unsere CD Honky Tonk Deluxe. Die müsst ihr haben. Wie gefällt dir Österreich? Wir lieben es. Jeder ist so nett zu uns. Dieses Festival ist ein gutes. Lang lebe das Festival und wir werden bald wieder zurück sein. Wie hast du deine Leidenschaft für die Country Music entwickelt? Durch deinen Vater? Ja, ich wuchs mit Country Music auf in Nashville. Es hat sich ganz natürlich entwickelt. Was ist das Spezielle an der Country Music? Was braucht man, um das Gefühl dafür zu kriegen? Du brauchst Big Joe an der Gitarre. Vielleicht nicht. Okay, nein. Ich denke aber so. Es ist Musik für die Menschen. Die Country- und Western-Freunde feierten auch an den darauffolgenden 2 Tagen und im nächsten Jahr steigt die 15. Auflage des Haager Country Music Festivals.